Wir haben Lilly gefunden, hier versteckt im Mele-Mele-Blumenmeer. Und sie sucht mal wieder nach Wölkchen. Ist ja typisch, man kennt's. Wölkchen, was machst du denn? Komm zurück! Ah, Let's Play Markus! Wölkchen ist schon wieder einfach aus der Tasche gehüpft und weggeflitzt. Ach, das wird nicht das Problem sein. Was will es überhaupt in dieser Höhle? Wir haben doch gerade erst dieses schlimme Erlebnis auf der Brücke überstanden. Was, wenn ein wildes Pokémon auftaucht und es angreift? Es beherrscht doch gar keine Attacken, um sich zu wehren. Ach, nur weil du kein Trainer bist und dich nicht auskennst und das nicht triggern kannst, heißt es nicht, dass Wölkchen nichts auf dem Kasten hat. Ich glaube schon, dass Wölkchen was auf dem Kasten hat. Super, ein Superball. Was gibt's Besseres als EP-Bonus? Ich wollte Bonus sagen. Bons, wie Bonbons. Um sein Team zu trainieren. Steh zu Diensten. Deine Pokémon erhalten jetzt im Kampf mehr Erfahrungspunkte. Einfach so? Wie cool bist du denn? Okay, ein kleines, aber leicht nerviges Gebiet, das Mele-Mele-Blumenmeer mit dem ersten Koriogel. Davon gibt's auch verschiedene Typen, je nach Insel, ne? Und so sehen die halt auch aus. Aber entwickeln sich nicht und ich finde sie irgendwie nicht sehr interessant. Nur Level 9, Trompec macht den kurz platt. Was ist denn der für ein Typ, sag mal? Stimmt, Typ Flug. Also es unterscheidet sich auch, ne? Ich glaube, die Typen sind auch unterschiedlich. Teils. Oder bin ich jetzt wirklich nicht die beste Option mit Trompec? Widerhall. Fast schon ein bisschen lame gegen so ein Level 9er, aber egal. Hätte ich auch fangen können. Im letzten Part haben wir Habitat gefangen und gegen Resladero getauscht. Kann man mal machen. Ein guter Deal für uns. So. Es gab hier irgendwo... Ja, da ist dieser Geheimweg. Diese Nische. Da will ich erstmal entlang. Das habe ich irgendwie erst später im alten Let's Play geschnallt und mitbekommen. Und bin dann noch hierher zurückgekehrt. Und diesmal machen wir es auf einen Schlag, würde ich sagen. Schlüpfen wir da drunter durch. Wie ein alter Lorsch. Meereshöhle. Aber ich glaube, da braucht man dann auch irgendein Pokémobil. Ach nee, diesmal ist Cosmog sogar hier. Upsi. Ich habe gesehen, dass es sich vor einer Nische versteckt hat, aber das war doch nicht hier eigentlich. Okay, wieder was anderes und vielleicht zum Original. Da ist wieder das Ultra-Forschungsteam. Puh, endlich hat das Rumgerenne ein Ende. Ich bin völlig außer Puste. Oh, die sind auch hinter Cosmog her, ne? Das wissen wir aus dem ersten Part, aus der Zwischensequenz. Könnte interessant werden. Wow, ich hätte nie gedacht, dass man so auch an Orten wie diesen... einem Alolaner über den Weg läuft. Konzentration, Amamo. Jetzt gibt's nur eins, was wir herausfinden müssen. Und zwar, ob diese Alolana dazu in der Lage ist, Cosmog zu beschützen. Bin ich! Gegen euch kann ich kämpfen. Na, da bin ich gespannt, was ihr so habt. Bestimmt irgendwelche Viecher, die sich weiterentwickeln können, weil euch werde ich bestimmt noch häufiger treffen. Gut, der Darus! Käufwaff? Nichts Besseres. Na gut, Käufwaff. Dann räche ich mich jetzt mal an dir. Es war nicht er, aber ihr wisst vielleicht, wovon ich rede. Ich muss mich noch an einem Käufwaff rächen. Ach du Schande, was ist denn da los? Hä? Dann machen wir Superschall. Ach, wegen den Kulleraugen. Muss denn das sein? So, Verwirrung. Man sagt ja immer, wenn man selbst verwirrt wird, dann kann man kaum angreifen. Andersrum geschieht das nicht. Im Grunde verwirrt man den Gegner einfach nur verdammt selten.
Bis jetzt kann ich das nicht so unterstreichen. Ja, er verletzt sich nur selbst. Finish him! Cool. Und Level 16 für ihn. So stelle ich mir das vor. Trompec versucht, Pflücker zu lernen. Anwender pickt das Ziel. Nimmt die Beere, falls das Ziel einer trägt, und erhält ihren Effekt. Naja, davon abgesehen, dass nicht jeder Gegner eine Beere trägt. Stärke 60. Ja gut. Davon abgesehen, physisch 60. Das ist ein stärkerer Schnabel, oder nicht? Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es nur funktioniert, wenn der Gegner eine Beere trägt. Das ist nur so ein Nebeneffekt. Wird schon so auch klappen. Beide Level 16. Sehr schön. Eissturm. Das klingt heftig. Das klingt heftiger, als es wahrscheinlich ist. Eissturm. What the fuck? Spezial. Eisattacke, die dem Ziel Schaden zufügt und seinen Initiativewert senkt. Krass. Wie viel? 55. Spezial. Wasserdüse behalten wir natürlich. Kulleraugen wäre so eine Option. Ich schwanke zwischen Pfund und Kulleraugen. Pfund ist natürlich halt relativ normal, random. Ist ja auch normal, ach was. Kulleraugen. Die Mucke. Ich genieße noch die Mucke, obwohl ich schon gewonnen habe. Senkt den Angriffswert des Zieles. Ja, wie gesagt, das hat halt Heuler ersetzt, aber ich würde jetzt Kulleraugen wegmachen. Wir bleiben erstmal offensiv, vor allen Dingen in der ersten Hälfte des Spiels ist es ja wohl nicht verwerflich. Wir müssen nicht so viel taktieren und haben jetzt viele verschiedene Typen zum Angreifen. Wasser, Normal, Fee und Eis. Ja, krass, Mann. Vier verschiedene Angriffsvarianten. Das verstehe ich nicht. Was gibt's denn daran nicht zu verstehen? Vier Attacken, vier Angriffe, vier verschiedene Typen und Elemente. Sind wir variabel. Typ Eis ist natürlich auch echt cool, so. Eis ist cool. You know what I mean. Aha, so läuft ein Pokémon-Kampf also ab. Ich hatte mir zwar im Vorfeld bereits Informationen zum Thema Kämpfe gesammelt, doch zwischen Theorie und Praxis liegen, wie so oft, Welten. Immerhin ist es mir dank meiner Recherche gelungen, einen Pokéball nachzubauen und damit Pokémon aus der Alola-Region zu fangen. Noch viel wichtiger als das ist jedoch, dass ich jetzt weiß, wie stark du bist. Und was jetzt daraus? Sobald Cosmog sich bedroht fühlt, teleportiert er sich an einen anderen Ort. Durch die Pforte, die es dabei öffnet, könnten gefährliche Lebewesen angelockt werden. Aber solange Cosmog von einem starken Trainer wie dir begleitet wird, besteht keine Gefahr. Aber was ist mit dem Mädchen? Solange nicht aus Unbedachtsamkeit eine Verbindung zwischen hier und dort hergestellt wird, ist das Mädchen für unsere Forschung nicht weiter von Belang. Komm, Amano, lass uns gehen. Die werden immer stranger. Der weiß noch nicht mal, was ein Pokémon-Kampf ist? Hä? Hat sich nur über Wissenschaft und Theorie alles angeeignet? Ist doch Quatsch. Selbst wenn er, der muss doch irgendwo, vielleicht nicht in der Alola-Region, aber irgendwo aufgewachsen sein, wo es Pokémon gibt. Und jedes Kind weiß doch, wie ein Pokémon-Kampf in etwa auszusehen hat oder etwa nicht. Cosmog, was sagst du dazu? Piu! Ja, wir sollten zurück zu Lilly. Die Höhle hätte ich mir vorher nochmal gönnen müssen. Geht gleich nochmal hin. Du bist mir vielleicht eins. Piu! Danke, Let's Play Markus. Und deinem Trompec sollte ich wohl auch danken. Warte, ich möchte mich ein wenig erkenntlich zeigen. Aha. Steilvorlage. Aber ich nutze sie nicht. Ich habe da mal was Interessantes in einem Buch gelesen. Darin stand, dass sich das Aussehen von Choreogel je nach Art des Nektars, den sie schlürfen, ändert. Bei der Verwandlung, die sie dabei durchlaufen, handelt es sich jedoch offenbar nicht um eine Entwicklung, sondern einen sogenannten Formwechsel. Interessant, oder? Piu. Schön erklärt. Könnt ihr denn, wenn du einen fängst in der Region... Verändert sich das dann auch, wenn du in das andere Blumenmeer gehst, wegen dem Nektar, oder bleibt das immer so? Ich glaube, das bleibt doch immer so. Dachte ich zumindest. Jetzt aber zurück, schnell in die Tasche. Jetzt aber schnell zurück in die Tasche. Und weil hier nicht so viele Menschen sind, kannst du nicht einfach so gleich herumtoben. So langsam sollten wir auch weiterziehen, der Professor macht sich sicher schon Sorgen. Das sag ich dir, alle suchen nach dir, Major.
Hallo, ich bin noch nicht fertig. Oh, hey, let's be Markus. Olli, die ist auch mit dir unterwegs. Und was machst du hier, Tali? Naja, ich habe die Prüfung bestanden. Hey, let's play Markus. Ich will rausfinden, ob mich die Prüfung stärker gemacht hat. Und dazu müssen wir kämpfen. Ich will die Höhle erkunden. Na gut. Dauert ja nicht lang. Er hat 3 Pokémon inzwischen. Das ist mehr als ich habe. Aber die haben sich noch nicht weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ich wechsle einfach mal. Bei 3 Pokémon. Er hat Pichu, ne? Raubal. Kannst du das bitte übernehmen? Wir haben den höheren Level, ist ja ganz klar. Wir haben ja weniger Teammitglieder. Da muss langsam mal wieder eins her, ne? Im ersten Part das erste Teammitglied, im zweiten Part das zweite Teammitglied und ja. In wievielten Part haben wir jetzt? Aber auf der ersten Insel geht halt nicht so viel, ne? Auf der zweiten sieht er schon ganz anders aus. Oh, ich hätte gedacht, Two-Hit-Kill, ganz rein, Ast rein, aber mit dieser Beere nicht, nein. Knuffiges Duell der Starter. Bestimmt das letzte Mal, dass wir die so sehen. Flammiau, oder auf Englisch Litten. Hat hier ziemlich schnell und bald gelitten. Dem Dr. Eggman-Bart. Hatte ich aber gerne. In Let's Play Pokémon Mond. War ganz cool. Mitsuna sieht noch am besten aus, die Mittelstufe. Er hat sich schon entwickelt zu Pikachu. Beide sind dagegen aufgeschmissen. Ich muss mich vorsehen. Fee ist auch nicht effektiv, würde mich wundern. Nee. Wasserdüse ist wohl das Stärkste. Oder wir wollen es mal probieren, vielleicht mit dem Eis. Ist natürlich nicht Stab. Manche fragen ab und zu, was meinst du immer mit Stab? Das ist, wenn ein Pokémon eine Attacke eines Typs nimmt, das es selbst ist. Das heißt, wir sind Wasser-Pokémon und setzen eine Wasserattacke ein. Das nennt man Stab. Geschrieben S-T-A-B. Ich sag's gerne nochmal dazu. Ich habe ja alle möglichen Zuschauer. Leute, die sich nicht auskennen. Leute, die sich hervorragend auskennen. Besser als ich. Gibt's auch alles. Und belangt mich nicht dafür, wenn ich ab und zu mal was erkläre, was durchaus auch Leute fragen in den Kommentaren. Gibt's. Kommt vor. Wenn man da halt keinen Plan hat oder das nicht gehört hat, denkt man sich auch so, was Stab, was labert der da? Deswegen muss ich es erwähnen. Aber Eissturm ist trotzdem stärker. Das kommt nicht nur von ungefähr, das ist so. Okay, du kannst das Pikachu besiegen. Nice. Pikachu! Der hat bestimmt eh später einen Alola Raichu, ne? Level 17 für dich. Die meisten Starter entwickeln sich ja das erste Mal auf Level 16. Oh, er hat ein FM. What the fuck? Das hat er doch... Er wird doch zu Uhafnir später. Das hat er doch nicht gehabt im anderen Teil. Ich habe es vergessen. Aber es kommt mir gerade relativ fremd vor. Na denn. Level 17 für beide. Die sind gleichmäßig, da kann man nichts sagen. Oh Mann, dabei hätte ich dir so gerne gezeigt, was meine Pokémon sonst noch so alles drauf haben. Ja, den letzten hast du ein bisschen hergeschenkt. Ja, da passiert's, Level 17. Nanu, Robal entwickelt sich. Das ist gut, das ist an der Zeit. So wird auch er stärker. Ich freue mich auf die letzte Entwicklungsstufe. Auf die hier nicht so sonderlich. Marikek, gefällt mir am wenigsten. Gefällt mir weniger, also vom Optischen jetzt natürlich, als Robald selbst. Aber da müssen wir durch. Da müssen wir durch. Marikek. Sieht es einen Tanz, den es nicht kennt, wird es ganz aufgeregt, dann übt es fleißig, bis es ihn gemeistert hat. Mach du nur. Sieht halt auch extrem weiblich aus, aber das wusste ich schon.
Damit habe ich kalkuliert. Wir haben beide den Herrscher besiegt, Let's Play Markus. Wir sind also ziemlich stark. Wenn ich so weitermache, gewinne ich auch irgendwann gegen Opi. Ha, wusste ich doch, dass ich auf dich zählen kann, Let's Play Markus. Danke, dass du Lilly gefunden hast. Und ich gratuliere dir natürlich zu deiner ersten bestandenen Prüfung, Tali. Bestimmt hast du ein paar feine Attacken vom Stab gelassen, nicht wahr? Klar, das habe ich dir zu verdanken, Flamiao. Sicher reibt sich Hala jetzt vor Freude auch schon die Hände. Wie meinen Sie das? Naja, das gehört auch noch zur Prüfung. Wer die Prüfung einer Insel besteht, der muss danach gegen den Inselkönig bzw. die Inselkönigin im Pokémon-Kampf antreten. Ja, so ist das. Und den Kampf gegen einen Inselkönig oder eine Inselkönigin nennt man dann die große Prüfung. Für jemanden wie mich, der Pokémon-Attacken erforscht, könnte es keine bessere Gelegenheit geben, heftige Pokémon-Kämpfe mitzuerleben. Echt so heftig? Lassen wir doch Taten sprechen, nichts wie auf nach Lilly. Mit etwas Rückenwind sollten wir Route 3 in Windeseile hinter uns gelassen haben. Nicht hetzen. Ich wollte noch reingucken. Die Wirkung der Rotom-Kraft ist abgeklungen. Ach, das war die ganze Zeit jetzt der Fall. Na gut, ist ja in Ordnung. Alles cool. Mehle, Mehle, Blumenmeer. Ich glaube aber, erstens, dass hier verdammt viele und schnell Pokémon aufkreuzen. Ich glaube, dass man hier noch nicht alles erkunden kann. Aus irgendwelchen Gründen. Irgendwas war da. Pflücker! Und wir haben Hackattack. Ne? Das Item Hackattack erhöht den Angriff von Flugattacken. Haben wir gesehen. Ich glaube, ich setze hier Schutz ein. Besser wird sein. Ich habe jetzt gerade keinen Nerv da, alle 2 Meter belästigt zu werden. Zum Glück werde ich jetzt auch jedes Mal gefragt in Let's Play Pokémon Diamant, meinem letzten Pokémon Let's Play. Da war das ja nicht mehr nicht der Fall, dass ich immer gefragt wurde. Wobei, wenn ich gerade Schutz einsetze, dann bin ich auch hier erstmal und gehe als letztes in die Höhle, wo wir Wölkchen gefunden haben. Jetzt auch kämpfen, oder? Meine Freundin ist schon wieder einfach so verschwunden. Sie ist wohl der Typ Mensch, der einfach drauf losrennt, wenn er etwas Interessantes entdeckt. Das ist ein bisschen blöd. Mich würde es auf Dauer sehr nerven. Giftstich. Aber wenn's Liebe ist. Entschuldige bitte, du bist ein Trainer, nicht wahr? Ich möchte dich gerne um einen Gefallen bitten. Würdest du gegen mich kämpfen? Na klar, warum nicht? Warum? Warum fragst du so förmlich? Oh, wirklich? Das freut mich sehr. Ich heiße übrigens Maggie. Mein Traum ist es, Schauspielerin zu werden. Ich imitiere die Tanzstile der Choreojogel, um mich in verschiedene Rollen zu versetzen und so an meinem darstellerischen Können zu feilen. Aber dafür brauche ich einen Kampfpartner. Also bist du bereit? Es geht los. What? Maggie macht sie alle platt. Streng dich an, sonst heißt Schachmatt. Reim dich oder ich fress dich. Ja, die sieht aus wie die Lehrerin. Will aber eine Schauspielerin sein. Gut, als Schauspieler kannst du ja jede Rolle einnehmen, sag ich mal. Jetzt hätte ich gesagt, die sieht ein bisschen zu bieder aus, aber Janet Biedermann hat ja auch geschauspielert. Gut, der war nicht witzig. Hier sieht es gar nicht cool aus. Aber wie der Hall hat ja auch den Effekt, dass es immer stärker wird, wenn es in jeder Runde eingesetzt wird. Ich guck mir das mal an. Scheint ja auch ein bisschen was auf dem Kasten zu haben, das Choreojogel. Jetzt ist die Frage, ist in jedem Blumen mehr eine so eine Tante? Oh, viel stärker. Was zum Teufel? Ist ja dreimal so stark. Na dann. Sollte ich das mal öfter einsetzen? Vor allem gegen Gegner, die was durchhalten können. Tja, Maggie. Dein Team macht sie alle platt. Für Maggie heißt es jetzt Schachmatt. Entschuldigung. Sorry, passiert. So, in diesem Kampf habe ich versucht, den Cheerleading-Stil der Choreojogel zu imitieren. Hast du ihn erkannt? Ich finde, ich habe die Essenz dieses Tanzstils erfasst. Also ich finde, wir haben gekämpft und ich habe gewonnen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt mache ich mich auf der Suche nach weiteren Tanzstilen, um mich durch sie neu zu erfinden. Alola und auf Wiedersehen. Verstehe, die werden wir wiedersehen in den anderen Blumenmeeren.
Und ich habe die auch nicht in Erinnerung. Die müsste auch neu sein. Hallo? Oh, er sucht mich schon wieder. Ach, ich fühle mich so geliebt. Das macht so viel Spaß. Ich werde noch ein wenig auf die Folter spannen. Oh, das ist doch scheiße. Bei sowas kriege ich Black. Also, das macht die absichtlich. Die ärgert ihn absichtlich. Und wenn ich das rausfinden würde, wäre ich wahrscheinlich erstmal sauer und würde sagen, mach das nicht mehr. Aber die sagt wahrscheinlich noch nicht mal, dass es Absicht war. Ekelhaft. Ich finde das nicht niedlich. Ja, ich verschwinde meine ganzen Schutz jetzt. Das sind ja nur die billigen und die waren auch noch geschenkt. Da geht's dann raus. Oh mein Gott, das war ja ein ziemlicher Irrgarten. Okay. Ewiges Eis. What the fuck? Krasse Items. Dann gebe ich das jetzt Marikek. Weil die ja eine Eisattacke drauf hat. Ich weiß nicht, ob hier wilde Zubots überhaupt auftauchen. Ich hoffe einfach mal. Sonst wäre der Schutz hier ein bisschen verplempert. Boah, ich bin mir gerade echt unschlüssig. Ob es überhaupt wilde Pokémon gibt, einfach so. Puh, viele Wege führen nach Rom. Kalae-Bucht. Im Sand liegt eine Flasche, in der ein vergilbter Brief steckt. Möchtest du die Flasche öffnen? Klar. An den Finder dieser Nachricht. Meine kleine Schwester wohnt in Lelii. Sei doch bitte so gut und überbringe ihr folgende Botschaft. Liebes Schwesterherz, du kannst dir nicht vorstellen, an was für einen sonderbaren Ort ich bin. Doch keine Sorge, die Leute hier sind alle sehr freundlich zu mir. Pass auf dich auf, dein großer Bruder. Wer könnte das denn sein? Schreib's in die Kommis. Ob sie heute Nacht wieder auftauchen? Ich kann kaum erwarten, dass es dunkel wird. Auf wen wartest du denn? So, ich schnappe den Tauchball. Aber surfen kann ich jetzt nicht. Tja, hab keinen Schutz mehr. Jetzt werden wir belästigt. Da müssen wir jetzt durch. Ein wildes Enton. Ich gönne mir jetzt immer die Flucht vor wilden Pokémon, ne? Wisst ihr Bescheid? Das muss ja nicht sein. Es gab... Warte mal, das war eine Sackgasse. Hier vorne kann ich runterspringen. Hätte ich mal machen sollen. Vielleicht liegt da ein Item, deswegen gehe ich da nun nochmal entlang. Cossilla! Oh. Entwickelt sich zu Rosanna und es gibt Schlimmeres als nur Rosanna. Eis Psycho. Und ich mag ja Psycho-Pokémon, aber ich mag Rosanna nicht. Hat sich's gelohnt? Expertengurt. Ja. Auf jeden Fall nicht umsonst. Die Zeit und die Nerven. Ich wundere mich allerdings ein bisschen. Ich hatte gehofft, dass ich vielleicht einen anderen Ausgang finde, der mich zu einem Trainer auf Route 3 führt. Weil der eine halt noch was von mir will. Oh, schön, da ist sonst nichts weiter. Wird ein langer Weg bis nach ganz oben. Ich schwöre. Cossilla, Cossilla, Cossilla. Ist ganz cool. Ich finde ja nie wilde Cossilla, also habe ich nicht in Erinnerung. Cossilla, zweite Gen, wurde eingeführt mit den ganzen anderen Baby-Pokémon, die halt auch nur per Zucht zu bekommen waren. Also zwei Rosanna oder halt Rosanna und Ditto zusammen in die Pension. Und so kriegst du dein Cossilla für ein Pokédex, ja. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich wahrnehme. Das ist bestimmt schon mal irgendwo passiert, aber dass man das wild sieht. Und
theoretisch halt trainieren kann. Da muss natürlich noch eins kommen. Da muss natürlich noch eins kommen. Ist interessant. Ich weiß ja, dass es Zeit ist für ein neues Teammitglied. Aber Geduld, ich habe einige im Kopf. Mal sehen, wann es soweit sein wird. Ich denke, auf Mele Mele ist nichts mehr. Aber weiß ich auch nicht sicher. Gibt es denn noch irgendwelche anderen Ausgänge hier? Nee, ne? Das war alles. Können wir das Blumenmeer hinter uns lassen und mir scheint, als dass wir uns den ganzen Part im Blumenmeer aufgehalten haben. Kann ich jetzt gegen dich kämpfen? Ich weiß nicht, was für einen Trainer ich nicht besiegt habe. Du? Ich glaube. Oh, du bist auf Inselmannschaft, stimmt's? Als ich ein junger Hüpfer war, habe ich auch dran teilgenommen. Das weckt Erinnerungen. Komm mal hier rüber, ich will dir was zeigen. Lass mal kämpfen. Oh, ein Regenbogen am Wasserfall. Nice. Es heißt, es bringe Glück, wenn man vor Beginn einer Reise einen Regenbogen sieht. Ash Ketchum. Er hat ein ganzes Ho-Oh gesehen. Im Idealfall soll es ein Regenbogen sein, der nach dem Regenguss entsteht. Dieser Herr fällt zwar nicht in die Kategorie, aber ich hoffe, er bringt dir trotzdem Glück für deine Reise. Du bist trotzdem kein Trainer. Das ist auch noch ein Route 3-Typi. Na dann haben wir das ja. Das heißt, im nächsten Part werden wir den hoffentlich in die Pfanne hauen, dann den Über-Ass-Trainer. Und ja, dann geht's zum Inselkönig Hala und der ist dann als nächstes reif. Ist zumindest der Plan. Gut, dann reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir und bis zum nächsten Mal. Ich bin wieder dabei. Wer hätt's gedacht? Bis dann und ciao!